Fußball ist mehr als ein Sport. Der FC Eck ist mehr als ein Verein. Unser Jahrgang ist, wo der Krieg ausgebrochen ist, 13 Jahre alt gewesen. Teilweise Freunde aus der Gefangenschaft, beispielsweise in Italien. 2 Jahre bei der Armee Fußball gespielt. Nach dem Krieg, was tut man jetzt? Fußball. Und das hat dann mit dem begonnen. Ich, damals, wo jetzt der Kinderspielplatz ist, haben wir die ersten Tore aufgestellt. Wir waren so arm, dass man Gönner braucht für den ersten Ball. Jeder, der gespielt hat, einmal musste einen Schilling zahlen, damit man den Ball wieder finanzieren konnte. Das war ungefähr 1946, 47. Das Gehen, Kameradschaft, haben wir mitgebracht. Die schönste Wiese abgeben vom Fußballplatz. Oder? Was sind das für Kerle? Man muss es überleben. Und das hat einem eigentlich die Kraft hier. Ich zähle zu den Rettern der ersten Generation. Nach dem Krieg waren wir 20, 22, 23 Jahre. Was nun, oder? Und da war Fußball die einzige Chance. Und in Ecker gastierte damals eine Ukrainer Jugendgruppe. Und da begann es einmal mit einem Freundschaftsspiel am Pfister in Eck. Und das war dann der Anfang eigentlich. Da haben wir gesagt, jetzt gründen wir einen Fußballverein. Entscheidendes Spiel, 1000 Zuschauer. In der 93. das vierte Tor. Eine Tragik, von der man 50 Jahre später noch redet. Im Fußball war es die Verbindung, die Kameradschaft. Hat es nie einen Moment gegeben, wo du denkst, jetzt gebe ich auf? Nein, den hat es nicht gegeben. Gar nie? Nein, gar nie gegeben. Die Zeit, sie ändert sich. Was als Idee vor über 70 Jahren begonnen hat, hat sich heute zu einem Zuhause vieler entwickelt. Eine Idee, die über Generationen weitergetragen und durch Legenden geprägt wurde, aber sich in seinem Ursprung nie verändert hat. Gemeinsam Fußball zu spielen. Es ist ein Spiel der Freiheit und der Disziplin. Es ist pures Glück und pure Verzweiflung. Es ist Teamgeist, kein Egoismus. Es ist Geschichte, aber nie vergessen. Es ist kein Ort, sondern ein Zuhause. Es ist nicht Fußball, sondern der FC Eck. Für viele Kinder ist die Junkerau ein zweites Zuhause und der FC Eck eine zweite Familie. Von klein auf erleben die Jungs und Mädchen, was es heißt, Teil einer Gemeinschaft zu sein und vergessen dabei eines nie, den Spaß, gemeinsam Fußball zu spielen und zusammen etwas zu erreichen. Denn Großes entspringt stets aus kleinen Ursprüngen. Versuche nicht besser zu sein als andere. Versuche besser zu sein, als du es gestern noch gewesen bist. Hör nicht auf, wenn du müde bist. Hör auf, wenn du es geschafft hast. Dieser Moment, er gehört dir. Verfolge keine Träume, verfolge Ziele. Denn jeder Champion ist ein Verlierer, der sich geweigert hat, aufzugeben. Erinnerst du dich an den, der aufgegeben hat? Nein, niemand tut das.
sind der FC Egg. Wir sind ein Team. Wir fallen zusammen und wir stehen zusammen. Jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Und alle zusammen können was verändern. Denn einige von uns sind besser als andere. Aber niemand von uns ist besser als wir alle. Solche Menschen, so was trainieren wir das ganze Jahr. Da rennen wir im Winter im Schnee umeinander, Minustemperatur, in der Halle hupfen umeinander. Aber da, Leute, der Gegner, viele Leute, ein Traumplatz. Das sind genau die Menschen, um wegen der Trainierung. Nicht, dass wir denken, was ist los? Fußball spielen. Aus einer Idee wurde Wirklichkeit. Aus einzelnen Personen wurde eine Gemeinschaft. Aus Spielern wurden Legenden. Gemeinsam gingen wir durch Höhen und Tiefen. Gemeinsam erlebten wir Momente für die Ewigkeit. Gemeinsam werden wir zurückschauen, um die alten Zeiten hochleben zu lassen. Wir werden unsere Niederlagen verkraften und unsere Siege feiern. Denn gemeinsam werden wir nach vorne schauen, um Neues zu schaffen und dabei unseren Ursprung nie vergessen. Und diese Idee, sie wird uns erhalten bleiben, heute wie morgen. Sie bleibt uns erhalten, lebenslang.